time here by Don't Let the Label Label You! Auf meiner linken Seite ein guter alter Freund, ihr wisst es alle. Endlich wieder im Ring und ich freue mich wahnsinnig, dass er wieder Bock hat. Bitte macht Lärm für Brian Damage! Yeah! Auf meiner rechten Seite lange nicht mehr dabei. Ein fucking Title Holder von Dilcili, einer der wenigen, der den Gürtel in der Hand hält. Bitte macht Lärm für Ja Rambo! Yeah! Gesagt, der Rambo ist richtig, richtig krank, hat es trotzdem geschafft. So. Also Props nochmal, dass du überhaupt durchreißt, bitte. Du fängst auch an auf dem Grund. Also bitte, bitte ruhig, Main-Match-Zeit. Gar keine Ausrede, ruhig, nicht ruhig zu sein. Draußen gibt es eine Outdoor-Area, um zu quatschen und so weiter. Es fängt an bei der Rambo, let's go. Was geht ab, Düsseldorf? Yeah! Grüßt euch, haben uns ja länger nicht gesehen. Na dann schaut mal ganz genau hin, denn in dieser Hose baumeln immer noch die zwei fetten, braun gebrannten Eier, die deutschen Battle Rap seit über 2 Jahren fehlen. Ich bin wieder da, Baby! Yeah! Ey, und ganz Battle Rap ist sich am Freuen. Sie sagen Ja Rambo, Abi. Ich sag nein, Ja Rambo ohne Abschluss nach der 9. Ich brauche auch gar keinen Abschluss, um zu sehen, was in den letzten 2 Jahren hier passiert ist. Ich meine, guckt euch die ganzen aktiven Battle-Rapper doch mal an. Die erinnern mich allesamt an diese ganzen neuen Strohhalme von McDonald's und Capri-Sonne. Ey, alles nur noch umweltfreundliche Lutscher. Mann, und genau deshalb fick ich heute nicht nur deine, sondern direkt von jedem aktiven Battle-Rapper die Mutter. Was geht ab? Yeah! Ohne Scheiß, Mann, die ganze Szene voller Blutsauger. Aber habt ihr mitbekommen? 2 Jahre kein Ja Rambo, 2 Jahre keine Zuschauer. Comeback, also rasiere ich diese Arschgeige da, denn ich bin für meine Fans da, so wie Glasreiniger. Ja, ja. Ihr wolltet ein Ja Rambo Battle, ihr kriegt ein Ja Rambo Battle, Alter. Ich bin extra hier, lass doch mal richtig was hören, Alter. Klären wir zuerst mal die wichtigste Frage. Denn ganz Battle Rap Deutschland fragt sich, ob ich nach wie vor noch so ein Gestörter bin. Nee, Mann. Denn auch ich bin jetzt Familienvater. Ach, fuck it. Mann, ich kauf das Grundstück, wo der Friedhof von deinen Großeltern steht und bau da einen Zirkus hin. Ich bin immer noch so asozial. Bei meinen Lines denken sich Kennex nur Staffula. Trotzdem sieht mich deine Slutmutter und denkt, Ja Rambo hat Babyface, so wie Hasbulla. Immer noch so asozial. Ich spiel mit deinen kleinen Neffen Mario Kart, doch auch dabei Marihuana. Tritt deiner schwangeren Frau in den Bauch. Und wisst ihr, was ich dann mach? Dann verpasse ich deren Stone Cold Stunner. Yeah! Ich bin schon totgesagt mein Leben lang. So asozial, ich zünde Schwuchteln ihre Schädel an und bewerte Frauen nur anhand ihres vaginalen Kilometerstands. Sowas habt ihr hier lange nicht gehört. Aber gerade wegen Jungs wie mir erreichte 2018 die Battle-Szene erst die Masse. Wegen Schwuchteln wie dir gibt das Dilcili-Logo jetzt in Regenbogenfarben. Ich meine, was habt ihr von mir erwartet? Dass ich nach 2 Jahren zurückkomme und jetzt auch anfange mit tötet ihn, er frisst Fleisch und steht auf Frauen. Digga, niemals in meinem ganzen Leben. Ich meine, trotzdem Blut an meinen Händen, gegen meine Klicks durch die Decke und ich bleib hier auf ewig Legende. Kaum bin ich weg, guck kein Schwanz mehr deutsche Battles, außer dieser BZ und Emre. Aber das ändert sich heute. Du Penner. Du Blödmann, du geschlechtskrankes Pferd, du Seelenstripper, weißwurstlutschender Brezelficker, Mann, du hässlicher Kerl. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Guck mal, es gibt eine Sache, die mich echt an dir nervt. Ich meine, jedes Mal, wenn ich im Internet eines deiner Videos angucken will, erkenne ich am Ende vor lauter Zahnfleisch das gesamte Battle nicht mehr. Ey, du denkst, das wäre übertrieben? Dann guck mal in den Spiegel, denn Digga, das sieht aus, als hätten deine Zähne Hämorrhoiden. Ich meine, das bisschen Zahnstein wirkt in dieser ganzen Zahnfleischmasse wie so ein Mettbrötchen mit ein bisschen Salz drauf. Aber scheiß drauf, ich meine, Zahnfleischlines sind ja bekanntlich eh wie sein Zahnfleisch. Es hängt dir zum Hals raus. Also hacken wir das Thema mal ab. Oder hacken wir dein Zahnfleisch mal ab. Mann, und ich mach daraus Tierfutter. Junge, ich hab gehört, deine Ex-Frau ist heute deine Stiefmutter. Digga, du kannst mal meinen Pimmel lutschen. Dann haben wir auch endlich sowas wie eine Verbindung. Ey Junge, so seht ihr aus nach der 15. Impfung. Denn der ist so deutsch. Herkunftsland Almanien. Digga, so deutsch, der sieht andere Menschen im Online-Chat. So deutsch,
Der kauft für 1000 Euro FIFA-Points, aber öffnet nur Bronze-Packs. So deutsch, einer, der sich auf dem Splash-Festival ein YouTube-Tutorial reinzieht, wie man sein Wurfzelt aufbaut, so ein kleiner Opfer, bei dem sogar der Religionslehrer mit draufhaut. Ey, und apropos... Ich weiß, dass es nicht kleiner Opfer heißt, Digga. Ey, und apropos Schulzeit. Digga, war ich mal in der Schule, dann war ich da immer der Baba. Also geh mal weg, du Opfer. Denn ich bedrohte schon damals meine Lehrer mit Elektroschocker und bin öfter von der Schule geflogen als Harry Potter, du Opfer. Ja. Ey, aber scheiß mal da drauf. Selbst im Kindergarten, als so ein ganz kleiner Pisser, war ich schon der übelste Wichser. Denn immer wenn meine Kindergärtnerin meinte, ich hab deine Nase, meinte ich nur, ich hab deinen Kitzler. Aber nochmal zu dir. Kennt ihr diese Leute, die nach dem Naseputzen immer noch mal so ins Taschentuch reingucken? Digga, das habe ich bei dir schon 2-3 Mal gesehen. Diese Leute, die so beim Reden immer ihre Oberlippe anheben und dann so grüne Kräuterscheiße zwischen den Schneidezähnen hängen haben. Habe ich bei dir auch schon 2-3 Mal gesehen. Ja, Digga. Und glaub mir, die Petersilie, die da raushängen, Mann, die war länger als Seegras. Ey, Digga, wenn Hurensöhne leuchten würden, dann sähe dein Stammbaum aus wie Las Vegas. Also bitte, mach mal nicht auf Schwergewicht, du Krüppel. Inzwischen hast du so viel abgenommen, wenn man ein Röntgenbild von deinem Bauch machen will, dann macht man einfach das Licht aus und hält dir eine Kerze hinterm Rücken. Digga. Du bist so dünn geworden, ohne Spaß. Wenn du gerade nach unten guckst, siehst du nicht nur deine Eier, sondern schon den Rand vom Arsch. Hey. Und ich schwör's dir, das spricht nicht gerade für dein Pimmel, Junge, du bist so dünn. Wenn du von oben erreichst du mit deiner Hand die unterste Pringles, Digga. Hey. Und dann hat der Cynic in seinem Livestream die Frage gestellt, Cynic, darf ich dir vielleicht noch eine Frage stellen? Warte. Jetzt muss der Student dem Hauptschüler mal kurz helfen, denn wenn du fragst, ob du was fragen darfst, dann ist das zwar höflich, aber dann hast du doch schon ungefragt eine Frage gestellt. Hey, macht also gar keinen Sinn, aber ihr seht, der ist viel zu zivilisiert für so Battle, Metal, Dissen, dies, das, also tu nicht so, als wärst du einer dieser Hip-Hoppers. Simon, du bist einer dieser Christophers und ich schwör auf Gott, tanz noch einmal vor der Kamera und ich geb dir TikTok-Cuts, Junge. Hey, denn deine Parts gehören in ein Märchenbuch. Ich schwör, was von dir im Netz landet, ist aus der Luft gegriffen wie ein Alley-Oop. Mann, jetzt ist der weiße Hai wieder in seinem Trainingspool. Steh für Krieg wie ein abgetrennter Hähnchenfuß. Bring Parts, da impulsiert dein Penisblut. Scheiß auf den Diltili-Gürtel, nach dem Battle krieg ich ein Tränentattoo. Mann, das Einzige, was mir noch schadet, ist der Haze-Konsum. Ich frag mich, ist die Welt genug? Denn Bro, ich bleib der Beste hier, der King, der Champ. Mann, ich bin Don't Let the Label You. Der Junge leicht krank ist. Ich hab nicht gesagt, dass er mega sick ist. Jetzt bitte genauso viel Konzentration für die erste Runde von Brian Damage. Let's go. Ey, und du nennst mich deutsch, aber bist selber deutscher als Papi Schlauch. Junge, zu Hause hörst du Andreas Borani und deswegen kommst du auch mit so einer Jacke wie ein Astronaut. Ey, und schon wieder Zahnfleisch-Lines. Da dachte ich mir, ja, das ist geil. Aber ich tue hiermit was für die Umwelt. Denn ich habe über meinem Zahn so viel Fleisch, als ich Nidal angelächelt habe, wurde der Veganer von Leib. ganz kurz. Eine Sache. Bevor wir uns beleidigen mit irgendeinem Diss, muss ich mal Props geben. Denn endlich ist er wieder back im Biss. Viel zu lange war er weg. Nur als Host sahen wir mal sein Gesicht. Was bei ihm zwischendurch lief, Rap auf Beat wohl eher nicht. Doch der Mann ist eine Legende, von der es so viele nicht mehr gibt. Seine Battles gegen Indoor, Taggy, Rob Skewer waren überkrasser Shit. Im Alleingang prägte er einen ganzen Stil mit seinem Stift. Er war mal Champ von dieser Liga und hat im Titelmatch zerfickt.
Aber dann hat er gesagt, er macht nie wieder bei uns mit. Er schloss als Battle-MC ab, weil es ihm wohl nichts mehr gibt. Doch als das Match bestätigt war, dachte ich, das gibt's doch einfach nicht. Denn bei Mayhem in Berlin kommt Mikesh echt zurück. Nice, nice. Jarambo, Alexander, Menderes, Kopfkiller. Digga, was für Killer? Ich glaube, du bist behindert. Junge, du siehst aus, als hätte Instagram jetzt Jizzes-Filter. Ey, wenn ich nur dein Aussehen als Hinweis auf dein Geburtsort hätte, ja, dann bekam deine Mutter dich hinterm Bierwagen der Tuning-Messe. Ey, ey. Aber ich will ja gar nicht sagen, dass deine Mom so eine Slut war. Und jede Leine über die wird automatisch eine Kachbar. Ey, aber wisst ihr, was mich an dem Penner schon ewig stört? Ey, seit Jahren kommt er zu Battle-Rap-Events immer in so eklig riechenden Synthetik-Shirts. Ey, wer öfter mal hier war, weiß schon lang, was ich meine. Der geht bei so einem Live-Event an euch mal Jarambo vorbei, dann... Dann riecht's im Raum immer nach so 3 Tage altem, vergammeltem Schweiß. Junge, in diesen Synthetik-Trikots riechst du genau wie MC Goyner gegen Phasenkind auf Video aussieht. Ey, und vor Frauen machst du damit echt eine schlechte Figur. Mit deiner Ich-Tanz-auch-Jumpstyle-Polyester-Montur. Und dann noch diese Bushido und K1, als sie noch ein Team waren, Gedächtnisfrisur. Ey, macht der hier auf sexgeiler Ficker, der bei Mädchen die Geschlechtsreife triggert. Junge, das Einzige, was du einer Frau beim Ficken zeigen kannst, ist dein Heckscheibensticker. Yes, man! Ey, ich schwöre, dass du mit deiner Art so abstoßend und penetrant auf die Frauen wirkst. Jedes Mal, wenn der an der Babyklappe vorbeirennt, ruft er, Mama, du auch hier? Ey, merkst du was? Meine Lines besiedeln erfolgreich den Mars und holen sich dann Bier von der Tanke. Deine Lines sitzen im Kinderhubschrauber vom Supermarkt und applaudieren, wenn er landet. Aber ich soll ja Respekt zeigen, ne? Denn du warst immer unser Champ. Ey, alle dachten damals, du hast Nidal zerstört und dir den Gürtel hart erkämpft, so wie sich's gehört. Doch blick mal genau hin, war's im Prinzip nicht so schwer, denn Nidal hat sich's mit der Strategie schon verscherzt. Kollega war damals bereit, mit ihm einen Deal abzuklären. Und im Kopf war Nidal weit von dieser Liga entfernt. Also freu dich über deinen tollen Sieg nicht zu sehr, denn du bekamst den Titel im Ernst von einem Nidal-Nipp, der in der ersten Runde sagte, ich will den Titel nicht mehr. Und dann hast du allen Ernstes gegen ihn und Mikesh erwähnt, im Vergleich zu den beiden wärst du wenigstens ein würdiger Champ. Junge, was für würdig, ey. Schon vor dem Titelkampf hat Taggy dich zerfetzt. Im 2-on-2 kam Kato und rettete das Match. Du hattest kurz den Titel, doch Mikesh nahm ihn dir weg und schon Kotzen hätte ihn gewonnen. Hättest du ihn gesetzt. Ey, die Nummer mit Decepticon war in Vergessenheit bis jetzt. Und dein Battle gegen Rob wieder ein Rechtfertigungsfest. Das heißt, wenn du dich würdig nennst, ist das nur lächerlicher Dreck. Denn das letzte Mal, dass du im Ring einen Lauf hattest, war in deinem Battle gegen Clap. Oh. Digga, und da war das so eine Spielzeugpistole? Ey, wir müssen Trottel verarschen. Junge, meine Knarre ist so groß, die wird mit Rossbach geladen. Hey, apropos Shots feiert. Vor dem Battle haben wir ausgemacht, Kinder und Familie erwähnen wir nicht hier. Doch ich mach heute mal den Jarambo, weshalb ich deine Scheißregeln ignoriere. Digga, du bist nur ein Rabenvater, der sich täglich nur blamiert, denn du hast das Wort Erziehung bisher noch nicht kapiert. Und wenn du dich für deinen Sohn auch nur ein wenig interessierst, ja, dann bring Sever doch endlich mal bei, dass man im Battle jetzt nicht mit Gegenständen wird. Gotcha. Geil. Yes, man! Ich glaube, wir haben ein Battle, Leute. Zweite Runde, Jarambo, let's go. Ja, die Runde war echt heftig wie Sex. Und diese Tage, wo ich gestunken habe, war ich meistens vorher bei deiner Ex. Das war
Ey, jetzt werden wieder generationsübergreifend Mütter beleidigt und die ein oder anderen Schulhofreifen Gerüchte verbreitet. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Jarambo, aka den Bonner Pimp, aka den letzten Battle-Rappenden Motherfucker, aka die perfekte Mischung aus Leonardo DiCaprio und Johnny Sins. Mann, der King des Mutterfixes back und ich scheiß nach wie vor auf Safe and Sex, denn seit Corona besuche ich deine Mutter täglich im Puff mit gefälschten Tests. Junge, neben mir im Bett steht immer Listerine, Kerzenlicht und eine Sektflasche. Mann, wir machen Gangbang auf der Sexmatte. Ich fick die Drecksschlampe, spritz sie auf die Fettwampe und ertränk sie dann in ihrer vollgekackten Bettpfanne. Du, Hijo de Puta, also nenn mich nicht Bruder. Ich hab seine Mutter zweimal gefickt und jetzt kriegt sie den Booster. Ey, aber sie... selbst mein riesen Anaconda-Penis nicht eher schüttern, denn die ist unten so ausgeleiert, sie zu Fingern fühlt sich an, als würde man ein Pferd füttern. Was ne arme Bitch, ich kam früher von der Arbeit heim mit vollgewichsten Nasenringen, weil deine Mutter wird sogar in Arsch gefickt von MC Phasenkind. Von Josef Steinschmeißer oder von Bananarama Bahama Kama oder wie die ganzen Hurensöhne heute alle heißen. Junge, deine Mutter macht sogar Dirty Talk mit Snakehead Rhyme. Er so... Deine Mutter macht sogar Dirty Talk mit Snakehead Rhyme. Er so, Schein aufpasse, sie so, sechselst du? Er so, nein, kennst du kein Grime? Such ich deine Mama mit MC Goyner, ist danach die ganze Wohnung voller Wichstücher. Warum? Weil wir haben lange Stäbe wie ein Siffschüler und von meinem Sperma wird ihr Gesicht überzogen und von seinem ummantelt, als wären wir die Twix-Brüder. Deutscher Battle Rap 2022, 99% nur Hurensöhne und Hurentöchter. Bestes Beispiel, seine Mutter erkennt Battle Rapper am Geschmack ihrer Furzlöcher. Mann, die wurde in der Jugend schon von mehr kleinen Kennex durchlöchert als Durstlöcher, arme Nasutschutz. Also ey du, hör mir mal zu, deine in den Arsch vergewaltigte Hurentochter Mutter ist so eine Schlampe. Die Screenpiler Wu! Ja. Ich hab letztens erst eine Story geteilt, in der ich meinte, ich bumse deine Mom heute in die wapplige Scheide. Und wisst ihr, wie die auf meine Story reagiert hat? Na, mit diesem sabbernden Smiley. Ey, die stinkt aus der Scheide nach Lachs-Sushi. Ihr Kitzler sieht aus wie ein Lachgummi und die ist so behindert, wenn die ein Joint raucht, kriegt die eine Pappmuschi. Ey, und weil man die im Club nicht sieht, rasiert deine Mutter nicht ihre Achselhaare. Ihre Zellulite sieht aus, als hättet ihr einen Wasserschaden und die schmiert sich täglich so viel Infektionsmittel auf die Scheide. In ihrem Wohnwagen brauchen Freier bei Gangbang keine Maske tragen. Digga, du bist kein Wunschkind, denn deine Mom hatte für dich weder Gefühle noch Liebe. Die lässt sich halt hin und wieder schwängern, denn eine Geburt ist das Einzige, was die fette Nutte seit Jahren befriedigt. Und dann... Und dann liegt die da im Kreißsaal und schreit, das ist geil, schieben sie noch einmal rein. Yes! So begann das Leben des Brian. Ja. Mann, und wenn ihr euch jetzt denkt, bah, ey, was ne Hure, was ne Sau, Gangbangs, Babyschändung und der Uterus hängt raus, na dann kommt Brians Mutter und packt in Sachen Hure noch einen drauf. Geiles Stück Scheiße, ihre Müllscheide sieht aus wie von einem Hähnchen die Rückseite. Die hat Prostitution studiert und hatte Blowjobs in der Schule als Schwerpunkt, doch aufgrund von Defiziten beim Schenkelschnorcheln immer mangelhafte Google-Bewertung. Ich zwing deine Mutter, meinen Sack zu kraulen. Nein, ich geh auf die Bratze drauf wie ein Pavian im Affenhaus, aber blasen kann die nicht. Da ist sie wie eine alte Shisha. Die kratzt beim Saugen. Immer wenn ich eine gute Punchline im Kopf hab, dann reißt gerade irgendwo auf der Welt ein Jungfernhäutchen. Digga, ich häng mit deiner Mutter im Auto ab wie ein Wunderbäumchen und wir haben die ganze Nacht hemmungslosen Analverkehr, so wie zwei Turteltäubchen. Ey, ihr seht, Jarambo fickt immer noch alles, also spürt die Vibration und sagt Congratulations und wenn ich hier noch wirklich nochmal wiederkommen soll, macht das mehr als ein paar Kaba auf die Kralle. Ich nehme keine Donations. Props an Shirin David, Mutterleins für ewig. Ja, Assalamu alaikum. Yeah! Bitte an der Bar Ruhe. Ich habe schon ein paar Leute gehört, die da ein bisschen unruhig sind. Ihr wisst ganz genau, wenn jemand hinter euch laut ist, schickt ihn raus.
kein Kompromiss. Direkt auf die Fresse. So! Nächste Runde. Brian Damage, let's go! Ey, 2019 hast du mal gesagt, ich höre mit Battle Rap auf, denn jetzt wird Mucke gemacht. Aber nicht so als Hobby. Für den Dude hier war klar, ab sofort ist Musik mein beruflicher Plan. Für dein Album hast du Monate im Studio verbracht. Da hast du Single nach Single auf YouTube gepackt. Und eine davon wird dein Durchbruch zum Star. Und safe nimmt Universal dich dann unter Vertrag. Da machst du Musikerschnapp, hast Groupies und Sluts, eine Goldene an der Wand und tourst jede Stadt. Nie wieder Battle Rap, denn dann hast du es geschafft. Und jetzt stehst du wieder hier. Da hat ja super geklappt! Kennt ihr seine erste Single? Ja. Bin dein Allmann, nur ein kleiner Allmann, bin ein Allmann. Ey, Digga, dieser ganze Song ist so weiß und toy. Noch als die Strophe weiterläuft, dachte ich, auf dem dritten Part kommt safe ein Feature mit den Island Boys. Ja, Allmann Boy, Allmann Boy. Boah, ey, dieser peinliche Song vom Allmann aus Bonn. Ja, der war wack. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Ein ganzes Album davon. Es geht schon los mit deinem dummen Titel. Jarambo präsentiert. Jarambo. True story, ey. Jarambo präsentiert. Jarambo. Bunte Tüte. Ich hab diesen Titel gelesen und ich dachte leise, Jarambo präsentiert Jarambo. Ach du Scheiße. Ey, auf der anderen Seite könnte ich auch für diese Runde hier so einen Titel einbinden. Drum kommt jetzt, Brian Damage präsentiert. Brian Damage und wie er Jarambos Musik scheiße findet. Ey, auf dem Album waren so Songs drauf wie Barrio, Torero und Señorita. Und ich dachte nur so, puta madre, que fue mi hijo? Alex, machst du jetzt Latino? Doch da war überall das Track-Prinzip so, Text Bushido, Effekte Nemo und Instrumental Despacito. Und dann gab's da dein Song, Schmeckt. Und der beweist perfekt, als Rapper bist du und bleibst du wack. Denn du bitest echt Tamam Tamam von Summer Jam und machst 1:1 den gleichen Track. Ey, der Beat, der Flow, die Songstruktur sind genau dasselbe Style-Konzept. Aber klar, dass du das nötig hast, weil deine Mucke erst nach dem Biten schmeckt. Ey, Digga, und hast du auf dem Album Lines gerappt? Zum Beispiel, sie ist eine Hure, die auf Blasen steht, als hätte sie zu kleine Schuhe. Oder? Ich mach Scheine in der Regel. Roter Faden hat deine Mutter, Achtung, jetzt aufpassen, zwischen den Beinen in der Regel. Digga, neben deinem Hardcore-Wacken-Release klingt jeder Track von Cynic wie die Marshall Mathers LP. Ey, und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, Tamam Tamam, weil solche Lines, Digga, schlimmer geht's doch kaum. Ja, kommt ja Jarambos Musik an und packt in Sachen Cringe noch einen drauf. Denn das Schlimmste an deinem Sound, Digga, das kommt jetzt. Denn auf dem ganzen Album ist nicht eine einzige Line im Takt gerappt. Dass er das beim Aufnehmen keiner sagt, tut echt selten weh. Also entweder ist dein Produzent ein sarkastisches Arschloch, ja, oder er heißt LBB. Ey, und während andere sich hier musikalisch entwickeln, läuft das bei dem Trottel falsch rum. Jamie so, na, Onbeat-Battle. Und du so, nee, Offbeat-Album. Ey, und ich muss euch seine Wackness nochmal in Perspektive setzen. Denn schon auf Lyris Album warst du ja einer seiner Feature-Gäste. Und der hat mir erzählt, dass du es ernsthaft geschafft hast, so dermaßen offbeat zu rappen, dass sie deinen Part in Zweizeiler zerschneiden mussten, um diese dann noch irgendwie aufs Lied zu quetschen. Digga, und du wolltest das beruflich machen?
dachtest ernsthaft, es regne Cash? Junge, mit deinem Album hast du Ennos Auftritt bei den Hype Awards auf CD gepresst. Ja! Aber ich will auch mal konstruktiv sein. Denn nachdem ich das ganze Ding durch hatte, muss ich sagen, ist musikalisch betrachtet dein bester Track. Ja, auf jeden Fall immer noch diese Sektenhook aus deinem Match mit Clap. Jetzt alle! Ey, der Rap am Mittwoch, Menderes hat A Cappella mies was drauf! Hallo, A Cappella! Ey, mit deinen Skills im Battle-Kreis kamst du bis zum Titel rauf. Doch es steckt schon in deinem Slogan, denn dein Talent hört hier auch auf. Deine Zeilen treffen Gegner, doch beim Takt sind sie nicht zielgenau. Du kannst zwar battlen, doch nicht rappen. Drum bleibt die Chartplatzierung aus. Don't let the label label you. Heißt Fick auf den Musikverkauf. Doch deine Übersetzung war, zum Glück ist hier der Beat mal aus. Don't let the label label you. Heißt Fick auf den Musikverkauf. Doch deine Übersetzung war, zum Glück ist hier der Beat mal aus. Ja, du bist ein Superstar, doch das gilt nur für diesen Raum. Für jedes Label bleibst du Menderes. Nach einmal hören fliegst du raus. Was für ein Battle. Weiter noch eine Runde. Ja, das waren echt tolle Lines, aber ihr habt alle keine Ahnung, denn das war nicht Wack, das ist einfach nur ein neuer Style. Seiner Zeit voraus, der kommt. Hand aufs Herz, ich hab dich damals echt gefeiert. Das erste, was ich von dir gesehen hab, war gegen Drop. Und bei Gott, du hast ihn umgebracht. Bars und Delivery, bisschen Jokes, bisschen real, aber alles auf den Punkt gebracht. Nach deinem Titelmatch verlorst du an Hype, doch du bliebst trotzdem aktiv. Denn deine Bad Bars nervten echt krass und dein Overacting hat einen Oscar verdient. Ey, deine Ideen blieben genial, aber trotzdem sah man dich plötzlich sich gegen jeden blamieren. Und warum? Weil du auf einmal bei deinen Engels die Fäden verlierst. So wie Frauen, die sich in der Regel rasieren. Mann, ohne Scheiß. Seitdem wurdest du öfter in den Arsch gefickt als Tobi Hai. Guck mal, bei deinem Höhepunkt wurde dieses halbe Hähnchen dann von Nidai geschändet. Dachtest echt, du hast die sickesten Texte, doch man merkt, dass die Delivery schwächelt und auf einmal schwinden deine Sinne und Kräfte, Mann. Das war die erste und letzte Chance für dich, riesige Memme, um den Titel zu kämpfen. Weißt du warum? Weil du ein Verlierer bist, Damage, ey. Und wenn du dir ein letztes Mal den Kopf darüber machst, wie du wirklich würdevoll deine Karriere in dieser Liga beendest, ey, dann komm ich Arm in Arm mit Nidal und Mikesh vor deine Tür und wir singen We are the champions. Auf Diltili, du kleiner Hurensohn, als ob ich mit Mikesh komme, Digga. Ey, apropos, vor meinem Titelmatch gegen Mikesh haben wir länger telefoniert und wir waren uns eigentlich einig, wir beide können diese Next Generation nicht leiden. Warum? Weil miese Charakter, langweilig, nichts Neues und seit ein paar Jahren sind die Klickzahlen gesunken. Vor dem Titelmatch meintest du, du gibst das Match an mich, egal was passiert. Denn der Champ muss aussehen wie ein Champ und nicht wie eine Schwuchtel. Digga, nicht, dass ich dir sauer bin, dass du es nicht getan hast. Denn ich akzeptiere meine Stiche und Wunden. Aber es hat mir wieder mal gezeigt, was du für ein Hurensohn bist, der am Ende sein Wort bricht, nur um bei der Crowd von Diltili zu punkten. Ja, wegen den Homo-Lines, Alter. So, wer auf dem Scheißhaus sitzt, sollte die Rolle nicht übertreiben, mäßig, ne? Und jetzt sagst du, der Titel juckt dich nicht? Quatsch mal kein Kackwürstchen, du Spast. Mann, erinnerst du dich noch nach meinem Titelgewinn gegen Nidal im Backstage, wie du den Gürtel wie so ein Gollum angestarrt hast und mich dann voll erhitzt fragtest, ob du ihn mal anfassen darfst? Ich dachte erst, er meint meinen Schwanz, Alter. Ich hab ihm den Gürtel dann so gegeben, in seinen Augen stand so, oh, das ist geil. Und wisst ihr, was ich dann gemacht hab? Na, diesen. Digga, was war daran jetzt so schwer? Und bei jeder Fanumfrage, wer der neue Titelcontender wird, hast du gespannt auf deine Namensnennung gehofft und Nutze. Sei mal ehrlich, muss ein Scheißgefühl sein, wenn man merkt, dass man vom Aushängeschild zum Maskottchen wurde, Junge, dass du Community ver... Ach nee,
Digga, du gehst mir so hart auf die Eier mit deinem Brian Damage and Diltily Ware Gossip, Junge, dass du Community verlierst. Ist wie wenn Menschen checken, dass ein Cheeseburger eigentlich doch voll schäbig ist, sobald der wieder 50 Cent mehr kostet. Verstehst du? Also denk mal nicht, wir zwei sind Brüder, denn du bist ein unloyaler, ehrenloser, Heuchler und Lügner, der in Bayern auf dem Bauernhof in Lederhosen bettelt. Und glaub mir, Dicker, da lachen die Hühner. Richtiger Baron Münchhausen, Alter, ohne Scheiß. Guck mal, jeder Battle-Rapper außer mir ist sein Nuttensohn und du weißt das. Gib eine kleine Story, hä? Splash 2017. Wir Tour und Tour gegeneinander und er wollte mich noch so als Chauffeur in Richtung Splash mieten. Ich hol den also von Bonn aus Kassel nach Leipzig ab und sehe auf einmal nur noch Zahnfleisch in mein scheiß CLS spielen. Als Dankeschön hat der nicht mal mein Wurfzelt aufgebaut. Ich mein, Act auf dem Splash muss zelten, also schon so übelstes KZ-Feeling, aber das ist ein anderes Thema, Digga. Er auf jeden Fall, außer unserem Tour und Tour noch so ein Interview mit Kollega. Na, zeigst jedem im Camp dein Schwein und Brot Notizblock, so guck mal, was ich geschrieben hab, guck mal meine Fragen für Kollega. Kommt auch so bei mir an, ich lese den Scheiß durch, blätter einmal um und siehe da, lese ich ganz zufällig so eine Scheiße wie ey, Jarambo kauft Süßwaren in Bonn und behält danach den Bong, Bong, Bong. Ey, und T-Way, dich bringen wir zur Strecke, genauso wie dein Tom-Tom. Tom, ey, drückt er mir seinen gesamten Text gegen uns beide in die Hand. Und was mach ich? Komm direkt auf dich zu, sag hier, ne, pass ein bisschen auf deinen Scheiß aus. Und was sagst du? Sagst du mir, du hättest den Scheiß auswendig gelernt, du hättest dir Konter überlegt, du hättest mich prophezeit und hops genommen damit. Ey, und seit diesem Tag nimmst du meinen Schwanz so tief in den Mund und bestätigst, dass meine Pisse richtig schmeckt. Mein Junge, ich war charakterlich der King in dieser Liga. Da hast du persönlich Jamie noch die Kimme abgeleckt. Heißt, ich trete dir inzwischen seit über 5 Jahren in deine kleinen Eier und du lächelst mich dabei an und gibst mir deinen Respekt. Ey, eigentlich wollte ich dich heute mit der Scheiße hier auf keinsten blamieren. Aber wenn ihr einmal mitkriegen würdet, wie der am Telefon mit mir redet, denkt ihr echt, der lässt sich im nächsten Step meine Eier auf den Hals tätowieren? Also hör endlich auf, in meinem Teich zu fischen, Junge. Denn Diltily bleibt meine Toilette und du bist heute nur zu Gast und scheißt mal auf ihr. Ey, yo, der Rap am Mittwoch, Menderes. Ey, ich hab der Szene den Rücken gekehrt. Dabei habe ich hier selbst die ekelhaftesten Sprüche gedroppt, aber das waren nie private oder persönliche Themen. Und dafür schäme ich mich, denn ich habe mal gedacht, ich werde mich niemals ergeben. Aber es gibt nun mal Dinge auf der Welt, die regel ich mit Tritten und Schlägen. Heißt, ich müsste jedem Gegner vom Battle sagen ein Wort über meine Babys und ich fick euer Leben. Und darauf habe ich halt keinen Bock. Warum? Weil Battle-Rapper haben heutzutage kein Rückgrat mehr, stimmt. Ich meine, sind wir mal ehrlich, in der Zeit, wo ich meine Karriere beendet habe und dann heute noch einmal zurückgekehrt bin, stand so ein stokeliger, halbschwuler Hurensohn Bastard nicht ein einziges Mal mit unserem Diltily-Gürtel im Ring. Ja. Ganz kurz. Ich habe gesagt, heute kriegen alle aktiven Battle-Rapper. Sind ein paar hier? Ja, ich bin eure Mütter, pass auf. Battle Rap Rookies sind dümmer als der Quotendeutsche. Keine Punchlines, euer Rap klingt so wie Klogeräusche, wenn ich Code erzeuge. Mann, der beste Diltily-Upload der letzten 2 Jahre war eine Jarambo-Throwback-Folge. Ey, zu viele Rebhühner, zu wenig Vogelsträuße, so viele Kletterpflanzen, aber dann keine Tropenbäume. Mann, wär's denn heute noch relevant? Ich ficke MC Tollschock und Josef Beutlin, Junge, Todesfäuste für die vegane Studie von Z-Pro-Homo-Meute. Mann, dieser Jack Black Hiding John knabbert seine Fußnägel ab, wenn ich in seine Wohnung stolper und seine Oma heult und Craze. Wenn ich will, hast du 5-3 Verbot. Ich mein, du kommst aus Troisdorf-Keule. Ich geb der roter Eule eine Bombe und die fliegt von Bonn bis in das Kölner Domgehäuse. Junge, klick, klack, Patronengeräusche. Ich häng den Ex-Diltily-Champ Koks betäubt an Pfahl, so wie eine Vogelscheuche. Und das nur, weil der Gürtel an einem Hurensohn hängt. So wie Robskyos Freundin, man Bong Taggy fürchtet. Man Bong Taggy fürchtet, wenn ich wieder nach Berlin komme, brennt das letzte Moabiter Einfamilienwohngebäude. Und was für Mr. Respektlos. Man, ich mach aus Zinnig so ein großes Häufchen Schokostreusel. Und
Und Caranova und Sin City finde ich ganz krass, aber denkt man nicht, ich verschone euch heute, denn Hand aufs Herz, nur mein Bruder Kato oder Mars sind es würdig, mir auf den Thron zu folgen. Und schon als man dich vor über 30 Jahren am Bonner Probsthof zeugte, war klar, es kommt der Tag, an dem der mit Toasterbräune, Drogenbeutel, Donutbeutel tickende Obstverkäufer dich aggressionsgesteuert Richtung Notarzt schleudert. Man mich fronten ist, als rennst du in so Strommastzäune, heißt, ich komme einmal und fick ganz Battle Rap wie die Corona-Seuche. Yeah! 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 Letzte Runde, Brian Damage, let's go. Das war okay. Hört, hört. Es war einmal vor langer Zeit ein Troll, der da Jarambo heißt, in sein Gemach er gerne Mütter holt. Und auch die Kinder blieben nicht verschont. Doch dann kam ein Prinz mit langem Haar von veganem Hofe angetrabt. Er brach das Untier schier entzwei und brachte ihm Erziehung bei. Des Trolles Phallus ward wie sein Ende kurz, denn er verlor den Gurt vom Lendenschurz. Und die Moral, die man sich spricht, ja, dass Schwulsein keine Krankheit ist. Yes. Yeah. Ey, seit 3 Jahren sieht man dich in Battles, Interviews und überall weinen. Wie auch gerade eben. Ich will dir Punchlines, sogar Bilder gezeichnet. Ich gebe einen Fick auf politische Zeilen. Ihr lasst nur noch Moral über den Sieger entscheiden. A.K.A. Mi, 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 Cash ist scheiße. Ey, halt doch deine Fresse, das wäre für dich echt vernünftiger. Du hältst öfter wegen Elvis als Teenies in den 50ern. Ey, und spricht man dich auf Mikesh an, ja, dann folgt dein Monolog, wie sehr du ihn doch hasst. Von wegen, der kann gar nichts und verdient auch in der Szene keinen Platz. Ey, ich hab mit dem auch meine Differenzen. Denn so manches, was der macht, geht mir auf den Sack. Aber deshalb spreche ich ihm nicht alle Fähigkeiten ab. Aber ich finde es toll, wie du hier trollst. Denn dein ständiges Gehate und Mikesh-Geheul sind der Grund, warum ich mich nach Jahren endlich mal wieder auf das Interview freue. Don't let the label label you. Wir haben gerade ein unfassbares Battle gesehen. Don't let the label label you. Wir haben gerade ein unfassbares Battle gesehen zwischen Brian Damage und Jarambo. Und meine erste Frage geht an Jarambo. Hast du dich denn verändert durch diese lange Zeit im Studio? Nee. Mikesh ist ein Hurensohn. Okay. Findest du, das war nach eurem letzten Battle heute eine Art von Rematch? Ja, denn ich hasse Mikesh. Nein, ich meinte das Battle auf dem Splash mit T-Way und dir. Ich schwöre, hätte ich diese Schwulzeile nicht gebracht, da hätte ich Mikesh rasiert. Hallo, Alex. Der Gürtel ist weg. Das Battle ist schon zu Ende. Ich verstehe, dass du pisst bist, aber Alex, es gibt eine Grenze. Ey, als erster Rapper bräuchtest du, weil du gekillt wurdest, ein Tränentattoo. Ey, wenn sie diese eine Schwulzeit... Erster Rapper bräuchtest du, weil du gekillt wurdest, ein Tränentattoo. Und hättest du diese eine schwulen Zeile nicht gebracht, ja, was wäre da nun? Ja, dann wäre der Rest der Runde homophob, dein Engel immer noch scheiße und die Crowd hätte eine Zeile später gebuht. Aber du meintest ja, ich hatte auch voll die intelligenten Lines. Digga, laber mich nicht zu. Mein dein IQ rennt im BVB-Trikot über eine Blumenwiese und fragt, Maja, wo bist du? Und Jarambo-Fans fragen sich, Mikesh hat doch nicht wirklich gegen unser Top-Tier gewonnen? Und die Antwort ist dieselbe. Und die Antwort ist dieselbe, wie auf die Frage, ob Putin verdient hat, einen Schuss in den Kopf zu bekommen. Doch, hat er schon!
Ja, das ist geil, ne? Weißt du, was ich da mache? Mach ich erstmal den hier. Ey, Taggy meinte mal, dass du zu dumm wärst, um zu checken, was du da quatscht. Und dass du deine kontroversen Lines ja gar nicht absichtlich machst. Doch dass es nicht so ist, konnten wir schon vor dem Match mit Mikesh sehen. Denn seit Jahren hast du ganz bewusst das folgende Prinzip gewählt. Du startest immer mit ein paar Mutterlines und alles ist bis hier okay. Du sagst, dein Gegner ist nicht Hip-Hop mit einem Du bist nicht wie wir Klischee. Dann bringst du Lines zur Vergewaltigung und zeigst dein maskulines Privileg und der Crowd wird langsam leiser, weil der Großteil sich nur für dich schämt. Du versuchst die Stimmung noch zu retten und eine Minderheit ins Scheme zu nehmen und zack, plötzlich driftest du nach rechts wie der Chief, wenn er spazieren geht. Und dann heißt es immer, oh, ich meine das ja nicht wirklich so, warum buhen die denn jetzt? Ey, die wissen alle, dass du es nicht so meinst, aber die buhen, weil du es rappst. Und du nanntest dich mal Boss vom Pausenhof. Gerade eben wieder. Du nanntest dich mal Boss vom Pausenhof, was zu dir absolut passt. Doch während du noch immer in der Raucherecke stehst, haben deine Mitschüler längst ihren Abschluss gemacht. Und wenn du nach 9 Jahren denselben Witz von damals hier auf dem Klassentreff machst und plötzlich bemerkst, dass keiner lacht, dann ist ihr Schweigen die Pointe, die alle außer dir zu Erwachsenen macht. Was ich dir sagen will ist, grow the fuck up. Es wird nicht mehr wie früher für dich. Du verlierst keine Battles mehr, du verlierst dein Gesicht. Hör auf, den anderen nachzuheulen und reflektier, wer du bist. In deinem Spiegelbild steht eigentlich der Typ, der dich fickt. Mach von mir aus wieder Tracks, probier da dein Glück. Doch deine Ära ist zu Ende. Akzeptier, wie es ist. Und jetzt sag hier nochmal Tschüss. Dann steig in dein Auto, fahr endlich nach Hause und dann komm nie mehr zurück. Time! Unjudged. Yeah. Und fickt euch, wenn ihr sagt, das ist eine scheiß Entscheidung. Weil ihr beide habt gewonnen. Ihr habt gewonnen, wir haben gewonnen. Yeah. Macht nochmal Lärm für Brian Damage. Don't let the label label you. Wir haben gerade ein unfassbares Battle gesehen zwischen Brian Damage und Jarambo. Leider ist die gute Anna nicht da. Ich muss übernehmen, aber jetzt stört es mich ausnahmsweise nicht, weil es war ein geiles Battle. Es gibt viel zu besprechen. Das Erste, was ich sagen will über dieses Battle ist, es ist einfach so ein bisschen Flashback to the past. Das fühlt sich an wie in den goldenen Jahren. Brian gegen Jarambo. Was viele draußen nicht wissen, ist, wie lange dieses Battle schon anstand und was für ein Heckmeck das war, dass es endlich zustande kommt. Will einer vielleicht mal so ein bisschen darüber erzählen? Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Also ursprünglich haben wir, glaube ich, irgendwann Herbst 2020 drüber gequatscht, das mit deutlich kürzeren Runden bei Merlin zu machen auf dem Lost Place, um den auch da ein bisschen zu unterstützen. Und dann ist das Corona-bedingt leider ausgefallen und wir haben dann einfach so auf Dauer überlegt, dass es vielleicht sinnvoller ist, das hier zu machen, auch ein richtiges Battle draus zu machen. Merlin hat leider seitdem ja auch keine Veranstaltung mehr gehabt. Wir hatten Texte, so, wir hatten Bock, das zu machen und ja, dann ist es wieder verschoben und verschoben worden. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Battle so lange mit mir rumgeschleppt. Deswegen, du weißt am Ende auch gar nicht mehr, kommt das wirklich an und so. Ich konnte mein Battle überhaupt nicht mehr hören, so seit ein paar Wochen schon so. Also ne, du lernst das und denkst so, boah, Digga, diese Rotze, ich habe schon 5000 Mal jetzt auswendig gelernt. Aber ich bin froh, dass es größtenteils dann von beiden Seiten auch gut angekommen ist. Auf jeden Fall. Wie ist es denn so, wie oft hat sich dein Text dann geändert? So, also wie kannst du das Battle jetzt vergleichen mit dem, was vor 2-3 Jahren stattgefunden hat? Also gar nicht mehr. Ursprünglich hatten wir irgendwie 90 Sekunden, 60 bis 90 Time Limits. Dann sollte das Battle auf einem Event stattfinden. Da haben wir dann hochgemacht auf 2:30. Und dann halt bei Diltily wurde es ja auch noch einmal verschoben, ne, zweimal. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann findet es bei dem richtigen Event statt, quasi nachdem die Beschränkungen fallen. Und dann machen wir halt so 3 bis 4 Minuten. So. Umso krasser, dass es ja heute fast wieder nicht geklappt hat, einfach weil Jarambo wirklich krank war. Ich sollte zum Beispiel die Kamera auch mal sagen, ist kein Corona, ne? Sonst hätten wir alle in der ersten Reihe Corona. Sondern erklär mal, was du hattest die letzten paar Wochen.
Also ich hatte Corona, aber jetzt nicht aktuell. Ich hatte Thanks, bro. Nein, das Lustige ist, das Event sollte ja hier eigentlich vor genau einem Monat stattfinden, ne, oder vor 7 Wochen oder so, also von etwas mehr wie einem Monat. Da hatte ich Corona, genau an dem Datum, wo das hätte stattfinden sollen. Und ich weiß nicht, so vor 3 Wochen hatte ich auf einmal 1000 Sachen. So, also die haben mich im Krankenhaus mehrfach gecheckt, also definitiv kein Corona, aber übertriebene Grippe, so mit über 40 Fieber, Mandelentzündung gleichzeitig, Probleme mit den Augen so. Und ja, dann komme ich gerade raus und dann habe ich mich bei meinen Kindern an einer kleinen Erkältung angesteckt und deswegen, ja, hatte ich jetzt die Probleme, sag ich mal, so ein bisschen mit dem Husten und der Stimme. Ja, aber es war nicht das erste Mal, dass du richtig krank im Battle gegangen bist. Ich habe es vor die Kamera an, war auch im Hosting gesagt, das letzte Mal, als du so krank vom Battle warst, war bei dem Title-Match gegen Niedernipp, was du dann auch richtig gut durchgezogen hast wie heute. So, kann es sein, dass es dir irgendwie noch einen Kick gibt, diese Krankheit? Ich weiß es nicht. Also ich sag dir ehrlich, ich habe beim Titelmatch auch komplett die Lust vorher verloren, weil du einfach denkst, das ist ein übelster Nachteil und du siehst ja den ganzen Tag, dass du eigentlich nicht auf deine Form kommst. Ne? Du probst, hast deine Generalprobe nochmal und die ist komplett scheiße, nicht auf deinem Niveau. Und dann denke ich mir aber auch, ey, in dem Fall ist jetzt Brian hier angefahren. Ne, Leute sind wegen dem Match vielleicht extra hier hingekommen, weite Strecken, und dann an dem Tag selber abzusagen, bringe ich nicht so. Also, ne, außer ich bin wirklich todkrank. Deswegen habe ich gedacht, ey, ich probiere es. Ne, vielleicht hätten wir es abbrechen können, wenn wir direkt gesehen hätten, es geht einfach nicht. Aber so, ich weiß nicht warum. Ne, Gott sei Dank habe ich mich da irgendwie in den paar Minuten zusammenreißen können und einfach, ist das rausgekommen, was rausgekommen ist. Hat sich auf jeden Fall gut angefühlt von beiden Seiten, also nicht so wie heute Morgen noch erwartet, und deswegen bin ich glücklich, dass es einigermaßen geklappt hat alles. Ja, mega Respekt dafür, also wir können uns einfach nur bedanken, und ich glaube, das Adrenalin ist ein Wundermittel auch manchmal, ne? Mal schauen, wie du dich morgen fühlst, aber heute hat es geklappt. Simon, wir haben ja oft telefoniert in letzter Zeit. Quatsch. Und du hast ja ein bisschen gesagt, also mal gemerkt, du hast nicht so Lust gehabt zu battlen in den letzten paar Jahren. Jetzt für Jerambo hast du die Lust wieder da, und man hat auch wirklich gemerkt, du hattest einfach Bock. Das hat man auch in der Performance gemerkt, so. Die Reaction war da, du warst gefühlt der alte Brian Damage, so. Also was hat es gebraucht, dass du jetzt irgendwie, was war erstens der Grund, warum du die Lust verloren hast, und warum hast du jetzt wieder die Lust bekommen zum Battle? Also warum ich bekommen habe, so, das hast du ja quasi schon am Anfang gesagt, so, das war halt wie so ein Flashback, so, und wir haben ja das Two on Two schon damals auf dem Splash gehabt, und gegen ihn battlen, so, dann, weiß ich nicht, das fühlt sich halt so an, so, man battelt halt einen Kollegen, so, der, wo man halt den nötigen Respekt mitbringt, so, der ist auf der gleichen Ebene, und der macht es genauso lang wie ich, aber dann hat man auch den nötigen Bock und kennt sich lang genug, um zu sagen, ey, geil, den will ich einfach zerstören, so, und das hat auf jeden Fall Motivation gebracht. So, ich fand es auch ganz gut, weil gegen die anderen, wie du ja schon gesagt hast, so, ich hatte nicht mehr so wirklich Bock. Woran lag das so? Boah, kann ich gar nicht sagen. Also einmal an der Vortragsweise, also ich habe irgendwie das Gefühl, Battle Rap erfindet sich nicht so neu, oder Battle Rapper erfinden sich nicht neu. So, es gibt schon weniger Charakter, so, das habe ich ja auch schon öffentlich bemängelt, so, es gibt weniger Charakter, es ist nicht mehr dieses Showmanship da, so, dass Leute halt wirklich sagen, ey, ich liefere da eine Show, ich liefere da fucking Entertainment, so, und dann gibt es halt dieses Schema F, nachdem jedes Battle runtergerattert wird, so, und es klingt halt für mich so wie so ein Referat halten an, so, ey, die haben das so gemacht, das mache ich jetzt auch so, das funktioniert schon. Das ist halt so ähnlich wie in der Rap-Industrie, Rap-Pop-Industrie, so. Ein Rezept wird immer wieder durchgezogen, bis es halt ausgelutscht ist, so. Und ja, keine Ahnung, ich vermisse irgendwie so die Stimmung, die es damals gab, auch schon vor Corona ging mir das schon so, das haben wir schon drüber gequatscht, so. Ich vermisse ein bisschen so diesen Vibe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt nur wenige Charakter oder wenige Leute, die in den letzten 4-5 Jahren dazugekommen sind, die wirklich nochmal so ein Add-on liefern, also so eine Kirsche noch mit reinpacken. So. Ja. Bei dir ist ja ähnlich, du hast ja auch so ein bisschen die Lust verloren für eine Weile bei Battle Rap, hast ja dann auch nach dem Title-Match gesagt, du machst eine Pause oder hörst sogar auf, man wusste ja nicht, ob du überhaupt zurückkommst. So.
Wir sind natürlich mega froh, dass du wieder da bist und dann auf so einem Feier. Hast du nach der Zeit ein bisschen Blut geleckt wieder? Nein, das Scheiße. Also ich, was heißt nein? Guck mal, ich sag dir ehrlich, ne, wenn ich könnte oder wenn die Gegebenheiten da wären, ich würde am liebsten sagen, komm, lass mal direkt das nächste Match ausmachen. Es geht einfach privat nicht so. Ne? Ich habe andere Aufgaben, sage ich mal, die einfach da drüber stehen. Ich habe, wie gesagt, auch das Problem, was ich heute nochmal angesprochen habe. Ich selber habe immer gesagt, für mich ist Battle Rap grenzenlos und sollte auch keine Absprachen haben. So, ich schäme mich dafür, dass ich inzwischen, wenn ich ein Battle mache, vorher mit dem Gegner quatschen muss. Digga, erwähne ich meine Kinder. So, aber kann ich einfach nicht. So, habe ich keinen Bock mehr reinzuziehen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Deswegen muss ich diese Regel machen und deswegen distanziere ich mich aber auch, weil ne, ich jetzt eine Regel habe, die es eigentlich für mich nie gab. Genauso bin ich ein schlechter Verlierer, wenn ich meinen Gegner nicht mag. So, ne? Und das sieht man ja an Mikesh, ne? Dazu stehe ich auch. Wenn ich meinen Gegner nicht mag oder nicht respektiere, nicht ernst nehme, dann verliere ich einfach auch nicht gerne. So. Und ich sage halt so, viele, die ich respektiert habe, die ich irgendwie als etwas gesehen habe, wo ich mich selber auch dran hochziehen kann, die sind halt alle nicht mehr da. So, und jetzt die neuen Leute, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, aber so ich, wie er gerade schon gesagt hat, wir haben da lange drüber gesprochen, die haben es auch schwerer. Ne? Wenn damals gab es 100 Battle-Rapper, ne? Da konnte jeder noch so ein bisschen seinen eigenen Style fahren und sich so ein bisschen einfacher rauskristallisieren. Wenn du dann 5 Jahre später 1000 Battle-Rapper hast, dann haben die 1000 es einfach auch viel schwerer, nochmal was ganz Neues zu erfinden. Deswegen mach ich denen keinen Vorwurf, aber es reizt mich halt auch einfach nicht. So. Ich glaube, es ist auch das Ding, das, was ich auch gemerkt habe, ist nicht nur, dass die MCs sich dann irgendwie an irgendwelche Formeln richten, die sagen, okay, so muss man sein, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das Ding ist auch, wie du schon meintest, es gibt jetzt so viele Battle Rapper, dass wenn ein neues Gesicht kommt, der automatisch verglichen wird mit anderen. Das nicht unbedingt, liegt nicht unbedingt an dem Style, sondern es ist halt dann so, da kommt jemand, der halt vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung geht, dann sagt er, okay, sagen Leute, der ist ein bisschen wie Jarambo oder der ist ein bisschen wie Hiding John, der ist ein bisschen wie Sin City, weil es halt nicht diese ersten Male gab. Ne? Das genau. Ja, ich verstehe das auf jeden Fall und ich bin auch eurer Meinung. Also wir bei Ditty wollen auch unbedingt mehr Vielfalt. So, es lebt ja davon, dass es eben verschiedene Styles gibt und dass es Battle Rap auch Charakter ist, so dass man sein eigener Charakter ist und damit gewinnt und nicht schaut, okay, das funktioniert bei dem gut, das bei dem gut, deswegen muss ich das mir abgucken. So, es gibt keine Formel, die Battle gewinnt. Deswegen gibt es ja auch einen Jarambo und einen Brian Damage, die komplett unterschiedlich battlen, aber trotzdem beide das ist absolute Top-Tiers sind. So. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Auch wenn wir wieder lange warten sollen oder wollen oder müssen. Aber ja, man hat ja gemerkt, auch nach langer Zeit lohnt es sich, euch wieder im Ring zu haben, auf jeden Fall. Lass uns mal ganz kurz noch, ist ein bisschen länger, wir hatten auch nur ein Battle, deswegen können wir ein bisschen längeres Interview machen, noch kurz zum Inhalt gehen. Du hast direkt angefangen mit, also nach deinem ganzen Konter, hattest du einen Angle, hat mich sehr erinnert mit so einem Twist an das Angle gegen mich auch, wo du irgendwie mich mit Rapper Mittwoch verglichen hast. Da hast du ihn ja mit Mikesh verglichen. Es hat einfach 1:1 gepasst, man hat es nicht kommen sehen und am Ende kam der Twist. Wie lange hast du jetzt daran gearbeitet? Ja, das ging eigentlich recht schnell. Also das ist ja auch eine ganz einfache Formel. So, du nimmst halt, du versuchst halt die Parallelen und dann brauchst du, also das einzig Schwierige ist halt eigentlich die Endline so und keine Ahnung, ich dachte eigentlich, ich habe das so ein bisschen mehr kaschiert, also ich habe es auch kürzer gehalten als gegen dich und ich habe es ein bisschen mehr kaschiert, weil ich dachte so, okay, ey, nach diesem Announcement, die Leute werden das safe checken, aber da kam keine Reaction so, nichts. Du hast es zweimal gemacht heute, ne? Du hast es einmal gemacht mit Mikesh und mir, wo ich auch gedacht habe, du redest von mir und danach hast du es nochmal mit... Du hast auch nicht kommen sehen? Nee, im ersten Moment nicht. Aber ich habe gemerkt, du hast das halt zweimal gemacht. Ich weiß nicht, ob es in der gleichen Runde war, aber du hast dann noch irgendwas mit diesem erzieh mal deinen Sohn und dann, ne, weil Sever soll... Ach so, ja, okay. Da war auch ein Twist. Und da, genau, dachte ich auch, weil ich habe ja von dir schon öfter gehört, so, du hast eine klare Grenze, wenn es um dein Kind geht. Dann dachte ich auch so, okay, warte mal, das geht voll in die Richtung. Hast du es kommen sehen oder hast du schon so die Fäuste bereit gehabt oder wie hast du da reagiert? Nein, ich sag mal so, man ist immer so gespannt, was kommt jetzt, aber ich glaube, dass er schon das respektiert, was ich sage und es dann halt im Endeffekt nicht drauf anlegt und ich habe in dem Moment natürlich nicht gewusst, was er macht, aber ich habe gedacht, okay, er muss mich jetzt triggern. So. Er wird jetzt nicht ankommen und irgendwie diese Scheiße machen und mich damit provozieren und gegebenenfalls das ganze Battle damit kaputt machen. So. Deswegen, ja,
Aber es triggert mich immer kurz so, ne? Weil man weiß nicht, was kommt. War ja auch das Ziel. Ja, ja, es war auf jeden Fall das Ziel. Also ich für mich war auch schon von Anfang an klar, also bei dem Battle werden einfach private Sachen. Ich habe ja nichts Privates gemacht. Ja, stimmt. Wir haben das ja beide gemacht. Also ne, ich habe ja auch nichts über, also jetzt, ich sag mal, Mutterlines sind für mich Generics. Ne? Das war ja eigentlich logisch so. Ne? Das ist was anderes, als ob ich deine Mutterlines sage oder ne, jemanden so erwähne, dass man genau weiß, ich rede von seinem Familienmitglied XY. Ja, klar. Generic. Genau. Und das haben wir beide rausgelassen. So. War das davor abgesprochen oder Zufall? Also es war abgesprochen, wir haben gewisse Grenzen geklärt, so, aber keine Ahnung, es hat sich dann auch natürlich über diese 2 Jahre haben wir natürlich öfter mal über das Battle geschnackt, wir haben uns nichts gespoilert oder so, aber es hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, ey Digga, es wird einfach nichts Privates. So. Und ich hatte auch nie den Plan, da irgendwas zu bringen, so. Das reicht ja. So. Ja, aber hat ja auch Spaß gemacht, wir haben auch beim anderen Interview darüber geredet, so, das ist ja auch eine Sache, die man ein bisschen kritisieren kann an die Entwicklung von Battle Rap oder Diltili, das ist halt so ein Ding ist, dass man fast schon die erste Serie gesehen haben muss, um die nächste zu schauen, dass manchmal ein bisschen generische, nicht ganz so persönliche Sachen auch mal geil kommen, auf jeden Fall. Eine Sache, eine letzte Frage habe ich noch, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, bei Julo gegen Heidi Jones ist mir auch aufgefallen, da meinten die, was war gar nicht der Fall, aber bei euch auch, mir kam es so vor, es wären deine Runden länger gewesen als deine. Was war eure Abmachung so bei dem Battle? Also abgemacht war damals 1 Minute 90 Sekunden. Dann haben wir es jetzt, wie gesagt, für das Diltili-Event, so wie ich es im Kopf hatte, auf 2,5 bis 3 erweitert. Ne? Also erst 2 Minuten bis 3 und dann... Ich habe eigentlich auch ein bisschen vorhersehbar meine Parts eingeteilt. Also ich hatte erst, sag ich mal, ziemlich so oberflächliche Lines und ein bisschen so, hier, ich bin wieder zurückmäßig. Die zweite Runde hatte ich nur Mutterlines und die dritte hatte ich dann halt ein bisschen mehr mit seiner Person mich beschäftigt. Plus halt noch das Ende, wo ich gegen alle geschossen habe. Da wusste ich halt, die dritte geht auf jeden Fall länger. Die zweite von meiner Seite fand ich aber extrem kurz. Also ich, wie gesagt, ich stoppe nie meine Zeiten so. Ich sehe immer ungefähr, wie lang es am Ende in der Word-Datei ist und denke dann, okay, die Runde ist zu lang oder nicht oder so. Oder wenn ich natürlich weiß, wir machen 90-Sekunden-Runden, dann weiß ich auch, okay, das ist viel zu lang. Aber so, denke ich, müsste es irgendwo in diesem Rahmen gewesen sein. Also ich habe auch das Gefühl, seine zweite war deutlich länger als meine zweite. Dafür war meine erste länger wie seine erste. Ja, das heißt, wie ich ausgegangen habe, mich hätte es eher gewundert, weil ich mich bei dir erinnern kann, dass du dich den Kopf zerrissen hast vor ein paar Wochen, als wir telefoniert haben, dass du meintest, oh, ich muss noch kürzen und kürzen. Und so. Ja, ich hatte auch sehr, sehr lange Runden, aber die waren jetzt nicht überlang so, aber ich hatte für mich so selber festgelegt, dass ich halt eher so die 3 Minuten nur ganz wenig überschreiten will. So. Also, weil ich finde einfach, da hast du, glaube ich, mal mit Robski und Bongtaggy drüber gequatscht in dem Interview damals von deren Battle. Wenn Runden immer länger werden und sich immer länger ziehen, außer vielleicht bei so einem Titelmatch, wo es viel zu erzählen gibt oder so, dann finde ich, wird das Battle irgendwann langweilig und dann wird es auch schwierig für die Live-Crowd, den Leuten, also den MCs zu folgen. So. Und deswegen wollte ich das auch absichtlich so kürzen. Und tatsächlich, meine erste war natürlich die längste, weil da waren die Themen halt gemischt und dann musst du halt jeden Engel einmal irgendwie mit Setup richtig erklären oder richtig aufbauen so. Und die zweite war tatsächlich die kürzeste bei mir. Also als ich zu Hause gestoppt habe, so, die war die kürzeste, aber ich habe halt auch gesagt, so, ich will 3 Minuten, maximal 3:30 und fertig. Bald Beweise. letzte Frage, es war Unjudged, das war, glaube ich, gar nicht mal besprochen, wir haben einfach Unjudged gemacht, so, wie seht ihr das, ist froh drüber oder scheiße, ich hätte gerne Judges gehabt? Nee, also ich hätte es auch nicht judged gewollt, ich habe mich auch schon mal dazu geäußert, ich finde einfach, nicht auf jeden bezogen, aber ich finde einfach, der Judging-Job ist extrem schwer, ich selber kann ihn nicht und mache ihn nicht gerne, ich zum Beispiel kann nicht gut wirklich wiedergeben, in welcher Runde was passiert ist und dann gebe ich oder habe ich schon in der Vergangenheit viele Matches extrem falsch gegeben, ne? Und ich habe auch schon oft gehört, auch wenn ich gejudged worden bin, das Ergebnis ist vielleicht richtig, aber der Inhalt ist total falsch. Der sagt, in der einen Runde hast du so, in der anderen so und der nächste sagt, nee, genau andersrum und ich denke so, ey, einer von beiden verwechselt halt, wo was passiert ist und dann hast du halt noch die Judges, die sich einfach in diesen 5 Sekunden, die da in diesen Battle integriert sind, sich so in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich habe einfach keinen Bock mehr, sage ich ganz ehrlich, mir von irgendwelchen Leuten, die 3 Battles gemacht haben,
Tipps und Vorschläge anzuhören. Deswegen sage ich einfach, ich weiß, ne, ob das Battle gut war oder nicht. Und ob er gewinnt für 5 Leute oder ich gewonnen habe für 5 Leute, ist mir kackegal. Also ich brauche kein Judging. Ja. Ich sehe das ja meistens ähnlich. Wie schaut es bei dir aus? Ja, im Prinzip genauso. Also ich war ja früher Freund von Judge Battles, aber keine Ahnung. Also ich finde, man kann sich auch, wenn man da in der Crowd steht, nicht gar nicht genug konzentrieren und das nicht wahrnehmen. Ich glaube, das Einfachste ist einfach, wenn Leute es zu Hause entscheiden. Da bist du in einer entspannten Atmosphäre, da nimmst du alles wahr. Da kannst du auch ein bisschen mehr Kategorien beurteilen als geile Lines oder Reaction oder Delivery, keine Ahnung. Sondern du siehst auch die Stimmung, wo wurde da gecatcht, wie waren da die Reime, bla bla bla. Deswegen... Unjudged, voll cool. So. Auf jeden Fall, finden wir insgesamt auch. Das heißt aber nicht, dass ein Unjudged Battle ein Friendly Battle ist. So, es geht immer noch um was. So, und es gibt immer noch einen Gewinner, meiner Meinung nach. Deswegen zu Hause entscheiden, wer gewonnen hat. In die Kommentare schreiben, Feedback hinterlassen. Jaramo braucht was Feedback. Was ich viel besser fänden würde, wenn zum Beispiel einfach nach dem Match irgendwann einfach Leute, ob jetzt andere Battle-Rapper oder welche aus dem Publikum, wenn die einfach gefragt werden, so wie fandet ihr das Battle, sagt man was dazu, ne, als dass man sich da hinstellt und das so eine Art Bewertung ist, ne, wo, wenn du 5 andere hinstellst, ist eh ein anderes Ergebnis, ne, aber sowas fände ich dann besser, ne, weil natürlich finde ich es gut, wenn ich hinterher was Positives höre über mein Battle, so, aber wie gesagt, ich muss nicht diese Leute, die dann so auf Lehrer machen und mir erzählen wollen, ja, hey, du hast 2000 Battles, aber hättest du lieber so und so gemacht, ja, pff, wer bist du? Aber wie gesagt, ihr könnt nach zu Hause entscheiden und auch schön Feedback hinterlassen. Nicht nur irgendwie schreiben, der Judge war kacke, könnt ihr jetzt in diesem Fall nicht. Nicht nur sagen, der Host war kacke, könnt ihr in diesem Fall schon. Aber einfach auch mal ein bisschen Feedback hinterlassen. Wir lesen das echt durch, zum Teil die Battle Rapper. Ich glaube, ich lüge da nicht. Ne? Man schaut ab und zu Feedback an. Ja, jeder tut es. Auch wenn man so tut, als wäre es nicht so. Und wir freuen uns über ein bisschen Feedback von euch. Und damit sind wir raus. Ich bedanke mich nochmal bei beiden MCs. Es war ein Flashback, Flash to the Past. Es war mega, mega geil. Düsseldorf, wir sind raus.